Im Kinderlied heißt es schneit, wir wollen rodeln gehen. Und bei den Werderanern heißt es hingegen, kommt, wir wollen Fußball spielen. Dafür musste allerdings der komplette Platz erst einmal freigeschaufelt werden. Die Jungs von der Weser mussten dann zum heutigen Trainingsauftakt ordentlich frieren. Dem Ziel Klassenerhalt sollte das aber keinen Abbruch tun. Es kommt darauf an, was wir auf dem Platz am Spieltag bringen. Wir hatten in der Hinrunde auch gute Trainingswochen, wo es dann am Wochenende nicht auf den Platz gebracht wurde. Deswegen jetzt gut trainieren, wie wir es auch das ganze Jahr hindurch gemacht haben. Aber entscheidend ist, was wir auf den Platz bringen, und ich glaube, das ist der Fokuspunkt. Am Donnerstag geht es dann in Richtung Trainingslager. Wie jedes Jahr ist es traditionell in Belek in der Türkei. Vom 7. bis zum 16.01. wird dann bei schönstem Wetter ordentlich geschuftet. Unter anderem stehen dann auch diverse Testspiele auf dem Programm. Die Gegner heißen unter anderem Erzgebirge Aue und Austria Wien. Doch zuerst müssen die Profis in Grün-Weiß dem eisigen Wetter standhalten. Bleibt abzuwarten, ob die Jungs zu Eis erstarren oder gerade als Norddeutsche dem Wetter zu trotzen wissen.